Also ich habe Marek Šimek das erste Mal gesehen bei uns in der Akademie der Wissenschaften in München, in der Fichte-Edition, wo wir beide gearbeitet haben. Und da war er einmal als Gast für ein Stipendium. Wir haben ihn eingeladen und da konnte er bei uns arbeiten. Und die erste Reaktion, erste Wirkung, die wir von ihm gesehen haben, war, dass das ganze Zimmer voller Rauch war, als wir das erste Mal hingekommen sind, weil er so ein starker Raucher war. Dann haben wir ihn auch gebeten, nicht mehr zu rauchen, dann ist er nicht mehr so oft gekommen. Aber wir haben ihn natürlich getroffen und mit ihm gesprochen. Und mit der Zeit hat sich eine Freundschaft entwickelt. Also ich persönlich habe nicht sehr viel mit ihm diskutiert, philosophisch. Ich kannte seine Grundthesen, ich habe seinen scharfen Verstand bewundert und vor allem auch seine Stimme. Ja, die Stimme. Da habe ich öfter gesagt, das ist der einzige Philosoph, den ich kenne, der keinerlei Mikrofon und keinen Lautsprecher braucht. Nicht? Das hast du auch so erlebt. Ja? Ja, ja. Also ich möchte eben das sagen, wie er mir vorgekommen ist. Also es war, also wir haben im Trailer gesehen, wie er von der Krankheit niedergeschlagen worden ist. Aber jeder von uns kann sich an ihn erinnern als eine Naturkraft. Er war eine Urkraft. Also ja, er kam einem wie ein Riese vor. Und er war so groß und hatte so eine tiefe Stimme, dass er wirklich imponierend war. Ja. Und das wirklich Interessante ist, dass er gleichzeitig eben diese imponierende Gestalt hatte, aber dass gerade sein Umgang mit den anderen ganz bescheiden. Er war offen auf die Begegnung. Sehr sanft, ja. Ja, es ist einer, der überhaupt keinen Wert auf Hierarchie, auf Altersunterschied, auf Nationalität oder Wert legte. Er hat also auch sehr früh begonnen, du zu sagen, was damals noch nicht so üblich war. Er war ja schon Professor und das hat sich jetzt erst in den letzten Jahren so eingebürgert. Genau. Ja. Und also ich bin ein bisschen jünger als du und es war natürlich, der Altersunterschied war größer. Und er war einfach ein bescheidener Mann, der immer bereit war, mit allen zu diskutieren. Und also das ist wirklich, was mir am meisten beeindruckt hat, dass er ein bisschen in der Tradition des alten Weisen aus Griechenland, also wirklich ein Mann aus einem Schlag. Also es ist nicht einer, der auf der einen Seite eine Theorie hatte und für gewisse Stunden ein Philosoph war, sondern er war wirklich eine ganze Persönlichkeit, die sich wirklich immer auch engagiert benahm. Und ich glaube, sein Lieblingsthema war die Intersubjektivitätslehre. Ja, ja, ja. Und das Interessante, also er schrieb nicht nur über das Thema der Intersubjektivitätslehre, sondern er praktizierte die Art und Weise, wie er mit den Menschen umging. Dazu passt, was mir gerade einfällt, er hat ja einmal eine Tagung in Mogilani bei Krakow organisiert und uns eingeladen. Ich glaube, da warst du nicht dabei. Nee, ja. Und da hat er die ganze polnische und auch seine Šimeksche Freundlichkeit und Gastfreundlichkeit bewiesen. Es ist ein Aufenthalt, der für mich sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Auch seine Frau hat ihn sehr dabei unterstützt. Es war wirklich ein Erlebnis und auch die Tagungsbeiträge, die dann in einem Tagungsband veröffentlicht worden sind, das war alles, man konnte sich vorstellen, an den wirtschaftlichen Verhältnissen damals in Polen, glaube ich, war es nicht so leicht, das zustande zu bringen. Das ist mir überhaupt auch in Erinnerung, dass er
das war ja alles noch zur Zeit letztlich des Kalten Krieges, natürlich mit Auslauf des auslaufenden Kalten Krieges, habe ich mich gefragt, wie kommt denn jetzt auf einmal ein polnischer Philosoph nach Deutschland? Und das war für mich damals schon ein, wir haben etwas gezögert, also ich jedenfalls. Ist der authentisch, ist er ein Philosoph oder hat er andere Aufgaben? Aber das hat sich dann schnell gegeben und natürlich hat man gehört von der Vergangenheit seines Vaters und also für mich hat das eine Verbindung zu seinem späteren gesundheitlichen und ja, insgesamt seinem physischen Abstieg, weil er offensichtlich, das waren meine Gedanken damals, Probleme hatte mit der Vergangenheit seines Vaters in Polen und dass er bestimmte Probleme oder auch Schmerzen, psychische Schmerzen vielleicht hatte, die ihn dazu gebracht haben, das Nikotin zu brauchen und den Alkohol. Und dem hat er ja leider, was mir aufgefallen ist bei manchen Tagungen und das im zunehmenden Maße, sehr zugesprochen. Er konnte damals in Neapel, weiß ich noch, er konnte kaum einen Vortrag ganz hören. Dann ging er wieder hinunter und hat in der Bar, glaube ich, einen Cognac gebraucht. Und dann kam er wieder und war wieder der Alte. Aber das war natürlich auf die Dauer zerstörerisch für ihn. Ich habe das sehr bedauert, aber darüber kann man kein Urteil fällen, finde ich. Ja, da müsste man viel mehr wissen von der Vergangenheit, was er gelitten hat, also sowohl psychisch hat, wie auch die physischen Schmerzen. Ja, genau. Aber insgesamt habe ich ihn sehr positive Erinnerung. Wir waren natürlich keine intimen Freunde, aber wir waren Freunde. Und wir haben seine philosophische Leistung und seine menschliche Gestalt wirklich geschätzt. Ich möchte vielleicht noch etwas zu seinem philosophischen Impetus sagen. Also er ist in der Fichte-Forschung für seine theoretischen Bestimmungen ganz spezifische Begriffe, wie zum Beispiel seine Unterscheidungen zwischen der epistemischen und der epistemologischen Ebene bekannt. Aber ich würde sagen, was von ihm ausgab, er strahlte gleichzeitig eine gewisse Stärke und also das, was ich zuerst mit der Intersubjektivitätslehre, er war offen für die anderen, er hatte Respekt. Also man hatte den Eindruck, dass er wirklich einem respektierte, aber gleichzeitig, dass er ganz starke Überzeugungen, philosophische Überzeugungen hatte. Und also insofern war er wirklich ein richtiger Fichteaner, der nicht so sehr von der Theorie ausging, sondern wirklich die Theorie nur insofern brauchte, um sie in sein philosophisches Engagement zu benutzen. Denkst du nicht auch, dass er nicht nur Fichteaner war, sondern eben eine weiter breitere Bildung hatte? Wenn ich mich recht erinnere, hat er in Bonn einmal einen Preis bekommen, der irgendwie mit Schiller zu tun hat, habe ich dunkel in Erinnerung. Und er hatte mich auch eingeladen, dorthin zu kommen. Leider bin ich damals gerade krank geworden, es hat mir sehr leid getan, zu der Feier hinzukommen. Ich glaube, das war irgendetwas mit Schiller, hat das zu tun. Nicht speziell jetzt mit Fichte, also ich glaube, das sollte man auch nicht vergessen. Ja, aber sein Grundengagement war ein transzendental philosophischer. Und das ist wirklich insofern, so selten. Und insofern also gerade war er natürlich für Polen, auch für uns sehr interessant. Ja, richtig, ja, ja, ja. Ja, klar.